Wir wissen nach dem letzten Finanzausschuss, dass die Erhöhung des Eigenkapitals im direkten Zusammenhang mit der im nächsten Jahr anstehenden Anschlussfinanzierung für den ersten und zweiten Bauabschnitt der Sanierung bzw. der Erweiterung des Klinikums Kassel steht. Durch den Darlehensvertrag zwischen der Klinikum Kassel GmbH und der Landesbank Hessen-Thüringen werden Baukunden und die Fördermittelvorfinanzierung aus dem sogenannten Cashpool ausgenommen. Das bedeutet, dass diese Finanzierungseffekte in der GmbH so nicht erfasst werden. Wäre dies nicht der Fall, hätte die GmbH in ihrer Gesamtheit vermutlich tatsächlich ein Problem. Und sehr verehrter Herr von Rüden, wir reden hier von 3,1 Millionen Euro für Hof Geismar und Voltagdienst zusammen. Ich behaupte einfach mal, dass Zins und Tilgung für den ersten und zweiten Bauabschnitt im Jahr höher sind als diese 3,1 Millionen Euro. Der hier zur Diskussion stehende Nachtragshaushalt steht aber auch im direkten Zusammenhang mit der Planschließung der Kreisklinik in Wolfhagen. Da fangen dann offensichtlich die Probleme an. Im Beteiligungsbericht des Landkreises Kassel stand 31.12.2017, der sich übrigens detailliert über 52 Seiten erstreckt, davon können wir hier in Kassel Stadtverordneten nur träumen, als es zum GNH-Standort Wolfhagen, Zitat, die Planzahl für 2017 wurde nahezu erreicht und im Ist ergab sich eine leichte Fallzahlsteigerung. Die in 2016 durchgeführte Organisationsveränderung, innere Medizin und Chirurgie durch die Chefärzte aus Kassel zu führen und starke Oberärzte am Standort zu etablieren, hat sich als Erfolgsmodell bewahrheitet. Der Rückgriff auf die Expertisen im Maximalversorger, also auf das Klinikum Kassel, und die Möglichkeit, im Bedarfsfall kritische Krankheitsbilder schnell und unbürokratisch nach Kassel zu verlegen, schafft auch bei der lokalen Bevölkerung Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Krankenhauses sowie des Verbundes. Zitat Ende. Wenn das jetzt alles so nicht mehr für die Jahre 2018 und 2019 zutrifft, stellt sich die Frage, welchen Anteil die politisch Verantwortlichen im Aufsichtsrat eigentlich haben. Darüber hinaus stellt sich die Frage, warum die gewählten Aufsichtsratsmitglieder, nämlich aus der Kasseler Stadtverordnetenversammlung, den Inhalt der GNH-Satzung ganz offensichtlich nicht kennen. Das geht gerade vor dem Hintergrund des vom damaligen Landrates Udo Schlitzberger implementierten Minderheitsrecht des Landkreises Kassel. Zusammengenommen handelt es sich hier um ein handwerkliches, aber gerade auch politisches Armutszeugnis all derjenigen im Aufsichtsrat, die die Schließung des Krankenhauses in Wolfhagen weiterhin fordern. Statt ein vernünftiges und tragfähiges Konzept für Wolfhagen zu entwickeln, welches zum Beispiel eine intersektorelle Partnerschaft vorsieht, fällt dem politischen Handeln lediglich der neoliberale Kahlschlag ein. Lassen Sie mich zum Schluss kommen, ich kann Ihre Wohnung gleich noch weiter mit mir treiben. Kurz Blick zum Schluss auf den vergangenen Finanzausschuss. Dort warf man uns doch tatsächlich vor, wir würden nicht an der Seite der Beschäftigten in der GNH stehen. Die Kasseler Linke war 2016 und 2018 die einzige Fraktion, die Zwangsanleihe namens Susi nicht mitgetragen hat und die auch entsprechend dann die Zustimmung verweigert hat. Bei diesen Leuten, die uns gegenüber eine solche Aussage getätigt haben, verhält es sich doch politisch folgendermaßen. Sie wollen, aber können nicht, weil sie können, aber nicht wollen. Die Sozialpsychologen bezeichnen diesen Zustand übrigens als kognitive Dissonanz. Bei einer politisch vernünftigen Selbstreflexion sind die Haltungschancen aber groß.